Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Miasma Chronicles. Der erste kleinere Kampf gegen mutierte Frösche liegt hinter uns und jetzt wollten wir einen Energiekern kaufen für unseren Handschuh, aber naja, den bekommen wir erst, wenn wir eine, wie hat sich's genannt? Drehmomentklemme oder sowas organisieren, was auch immer das sein mag, und die finden wir jetzt angeblich hier im Alligator-Bereich oder irgendwie sowas. Wir gucken mal rein, ob es hier sowas wie ein... Ah ja, Mission, schau an. Aber sie könnte für einen funktionierenden Drehmomentklemmer, ein Drehmomentklemmer, den müssen wir finden. Und der ist in der Alligator-Zone, alles klar. Die Zonen haben scheinbar hier Level. Also das heißt, ja, es gibt dann Bereiche, oder jeder Bereich hat wohl eine Schwierigkeitsstufe. Dann kann man da immer sehen, ob man dafür schon bereit ist oder nicht. Wir gehen hier mal rein. So, und da sind wir auch schon in der Alligator-Zone. Okay, also wir... Searching the wasteland for a tool the size of my hand. No sweat. I got your back, you got mine. Everything's easy peasy. Okay, also es gibt hier, ihr seht es ja schon, man kann hier auch schleichen. Auch das ist wieder doch sehr, sehr ähnlich zu Mutant Year Zero. Und ich vermute, man kann auf diesem Weg dann auch Gegner schon im Vorfeld im Schleichmodus ausschalten. Also das kommt mir doch oder kommt einem doch hier sehr bekannt vor. Jede Menge Plastik, das wir hier einsammeln. Können wir schauen, ob ich mit Emma auf eine Karte komme? Ja. Okay, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte gedacht, ich komme auf eine Karte dieser Alligator-Zone. Nein, ich bekomme hier quasi nur so eine komplette Weltkarte, mehr oder weniger. Können wir hier durch? Nee. Kann man hier durch? Auch nicht. Okay. Welcome to Gator Zone. Ui, sind das Leichen? Das sind Leichen. Und da lebt aber jemand. Plastik. Wen haben wir denn hier? Baxter Conway. Baxter, you shouldn't be out here. The miasma spreading. I need to find out why. Find out in town. It's bad news out here. You're not my dad, Elvis. You're my friend. We're still friends, right? Ja, wir sind Freunde. This place is evil, Baxter. And you're too... Full of light? I'm not full of light. Seriously, I don't want some creature dragging you back to its hole to, like, turn you into soup or some shit. Aw, sounds like you're sweet on me. Is he sweet on me, Diggs? Yeah. No. Dude. What? It's cool, I get it. Who has time for friends when you're looking for family? Oh, bite me. You're my best friend, Baxter. I just been busy. But we'll hang soon, I promise. Okay, wir reden mal hier noch weiter über das Miasma. My asthma's been acting weird. No shit. I don't want to brag, but I am the greatest scientist in town. Only scientist in town. You don't get it. It's making monsters. We saw him murder the Vodder family. What? Shit. I should have saw this coming. The last few weeks, there's been this hyper spike in the miasma's flux signals. Like it's getting... Angry? Exactly. Someone, something, is pissing it off. Okay, also das Miasma verändert oder sorgt für die Mutationen dann. Screw bad news. I need some good news. You got me? Well, nobody killed me today. Wow.
Real blast of sunshine, Elvis. You know the difference between me and you. I got a metal glove and you got a metal arm. Cute. Difference is, I know who I am, but you're looking for someone to tell you who you are. Okay. Tell me who I am. I can't. You are who you want to be. You choose. Wow, that's some deep shit, Baxter. I'm gonna ponder that. Okay, ich sehe gerade, sie hat tatsächlich hier einen kompletten, eine komplette Prothese. Gut, das war's. Mehr können wir hier mit ihr nicht. Don't get lost out there. Wir geben unser Bestes. Hier hinten sehe ich noch was leuchten. Also man sieht es doch schon auf die Ferne immer. Wenn irgendwo noch was liegt. So, dann laufen wir mal noch in diese Richtung, bevor wir durch dieses Tor gehen. Hier kamen wir ja runter. Aber hier, doch, hier ist noch was. Und hier auch, aber da kommen, ah, okay, da müssen wir von der anderen Seite ran. Springen oder so kann man nicht, also hüpfen, das funktioniert, gibt's nicht. Shit, more frog monsters. Keep cool, little brother. Remember hunting coyotes with mama? If we sneak up on the bastards, we can ambush them. That gives us the first move. What if they see us? Where's Gru? Okay, genau. Wir können die Gruppe aufteilen, wenn Gegner in der Nähe sind. Aufgeteilte Mitglieder können sich in einer beliebigen Deckung verstecken. Während sie sich verstecken, wird eine passive Schattenfähigkeit angewendet, die deinen Helden vor dem Feind versteckt. Verteilt euch, findet gute Positionen, die euch im Kampf weiterhelfen. Okay, wie teilen wir uns? Also erstmal links, ah ja, Leertaste ist teilen, okay. Also auch das kennen wir von Mutant Year Zero, da konnte man sich dann auch aufteilen. Ich nehme, sind das die Bereiche, die er sehen kann? Vermutlich, oder? Wobei, nee, wir sollen da hinlaufen, ne? Ah ja, aber hier genau, hier sieht er uns nicht. Da gehen wir hin, Hinterhalt F. What do you think will happen if I shoot those fuel cans? Blammo, blammo, bye bye, Froggy. Okay, aber ich möchte eigentlich noch nicht. Ich wollte ja... ach shit, ich wollte ihn ja auch noch bewegen. Wo ist denn dieser Container, von dem er gerade gesprochen hat? Ich sehe den nicht. Er hat doch eben von einem Fass gesprochen, oder? Ich jetzt auf Schießen gehe. Ne, ich habe nur ihn drin. Ich wollte jetzt eigentlich mal Hinterhalt verlassen. F. Ah ja, genau. Ich wollte hier noch nicht rein. Verstecken ist gut. Rechte Maustaste ist verstecken. Genau, Hinterhalt ist ja erst, wenn ich dann wirklich, wenn es losgehen soll. Wir nehmen mit ihm auch noch eine Position ein. Ja, schau mal. So. Und wo ist jetzt... Ah, das hier hinten sind Fässer, oder? An dem Baum. Vermutlich. Also, dann komm, lass uns mal starten. Lass uns mal starten. Wir schießen auf ihn und wenn ich das richtig sehe... Töten, würden wir ihn direkt töten, ne? Weil es vielleicht der erste Schuss ist oder so. Also, weil es aus dem Hinterhalt ist, machen wir wahrscheinlich mehr Schaden. Und... hier schießen wir auf die Fässer. Feuer. Bumm. Fass explodiert. Erster Gegner ist tot. Wir sind dran. Immer noch. Haben hier aber auch den Überraschungsangriff. Schießen. Und töten auch ihn. So. Stehen... zugleich in einer guten Deckung. Das war ein Sprint, das heißt, er kann nicht mehr schießen. Und wir kriegen hier... ah, keine allzu guten Werte, aber naja,
Besser als nichts, wir versuchen's. What? I had that. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Ich würde jetzt mit ihm wirklich... Wir gehen mal hier hin. Schießen nicht. Wir flankieren ihn, zwingen ihn dadurch zu einer Bewegung. Ah, jetzt flankiert er uns, aber er kann auch nicht mehr schießen. Okay, es ist jetzt so ein bisschen Katz und Maus. Hier haben wir eine halbe Deckung und haben einen 55% Schuss. Oder 54 sind es von hier. Lass es uns probieren. Zwei Feuer. Jawohl. Und dann machen wir hier eine volle Bewegung. Okay, er flankiert uns und schießt, aber das ist jetzt natürlich auch sein Ende. Gut. Die haben wir. Und wir haben Level Up. Wenn das Level der Gruppe steigt, erhalten alle Gruppenmitglieder 5 Gesundheit sowie einen Fähigkeitspunkt, den sie für ihre eigenen Fähigkeitsdecks nutzen können. Die Fähigkeitsdecks aller Helden werden im Gruppenbildschirm angezeigt. Das haben wir uns in der letzten Folge ja schon mal angeguckt. Wir gehen jetzt auch aber wieder rein. Also Gesundheit ist gestiegen. Wut. Was die Wut bedeutet, weiß ich noch nicht. Aber das werden wir mit Sicherheit noch herausfinden. So, Fertigkeitsdecks. Wir könnten nochmal Lebenspunkte. Feuert innerhalb des gewählten Gebiets automatisch Reaktionsschüsse ab. Ein taktisches Implantat, das dem Anwender erlaubt, einen bestimmten Bereich zu bewachen. Sämtliche Gegner, die sich durch den Überwachungsbereich bewegen, werden sofort ins Visier genommen. Für ein richtiges Feuerwerk sollte das mit einer Waffe mit mehreren Schüssen in einer Menge von Gegnern erfolgen. Okay. Und entferne bis zu 2 Rüstungspunkte vom Ziel. Wendet ein flüchtiges radioaktives Isotop auf Waffenkugeln an, das die Panzerschichten eines Gegners zu einer Gelatineartigen, oder? Nee, oder es sollte Galertartigen. Wahrscheinlich ist es das E und das A falsch rum. Substanz reduziert. Dadurch werden die Schichten der Rüstung abgetragen. So können Angriffe die Schwachstellen des Ziels erreichen. Ja, wobei der Overwatch gefällt mir fast noch mehr. Den nehmen wir. Und was kann er machen? Ermöglicht eine Bonusaktion nach dem Sprinten. Ein taktisches Implantat, das dem Anwender in kurzen Zeitabständen mehr Mobilität verleiht. Das ist cool. Also das heißt, wir können eine Doppelbewegung machen und schießen. Oder eine Modifikation, die es dem sperrigen, tonnenförmigen Körper des Minenroboters ermöglicht, als mobiles Objekt mit hoher Deckung zu fungieren und Verbündete vor Schaden zu schützen, ist auch cool, aber ich nehme das hier. Okay, dann sammeln wir mal ein, was die Gegner verloren haben. Das ist mal wieder Plastik. Hat der Dritte auch was verloren? Nein. So, dann waren, glaube ich, hier in dem Gebäude war jede Menge. Ja, aber wie kommen wir da hin? Oh. Was ist das? Kann er das... Er kann das durchbrechen. Okay. Plastik. Und nochmal Plastik. Tja, da tun wir doch direkt noch was für die Umwelt hier. Auch nicht schlecht. Jede Menge Plastik. Hier geht's raus. Also eine Minimap fehlt mir jetzt irgendwie. Ah ne, hier ist Ende. Okay. Da ist auch irgendwas drin. Das leuchtet grün. Das ist kein Plastik, das ist was anderes. Wie kommen wir da hin? Müssen wir wieder wechseln und er kann
Er kann durchbrechen. Ein Medipod. Okay, werfen, um Gruppenmitglieder zu heilen oder wiederzubeleben. Eine kompakte Kapsel zum einmaligen Werfen, die gleichzeitig physischen Schaden auf atomarer Ebene scannt und repariert. Eine Technologie, die von der First Family herkömmlicherweise bereitgestellt wurde, um überall im amerikanischen Ödland Siedlungen hochzuziehen. Also die First Family scheinen die Herrscher zu sein, dieses neuen Amerikas. Kann während des Kampfes geworfen oder außerhalb des Kampfes im Rucksackbildschirm verwendet werden. Okay. Ja, eine Minimap fehlt mir. Das hatte ich jetzt schon. Hatte ich ja schon erwähnt. Vielleicht war ich aber auch einfach nur zu blöd, sie zu finden. Ich guck nochmal. Nee. Navigieren, zentrieren. Aber nein. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Gab's das? Ist schon eine Weile her. Gab's das bei Mutant Year Zero? Gab's da auch keine Minimap? Könnt ihr mir mal schreiben, wenn ihr das noch wisst. Ich habe in der Zwischenzeit so viele Rundentaktik-Spiele gespielt, dass ich das nicht mehr genau sagen kann. That Oldtimer needs help. We'll sneak in and ambush these bastards. What the hell are you doing? What do you want from me? Okay, da sollten wir hin und sollten helfen. Kaulquappen, Schädelbrecher und... Oh Gott, das sind mehrere. Und ein Speer. Da hinten haben wir einen Speer. Können wir den... Was ist denn jetzt ein Hinterhalt? Rot zeigt die Position. Okay. Ich würde ihn nicht töten. Was heißt, warte mal, still? Was heißt still? Der hat so viel HP, dass ich den hier nicht töten würde. Den schon. Wie funktioniert denn der Overwatch? Kann ich da mehrere? Kann ich. Okay, dann schießen wir mal. Dann gehen wir mal hier hin. Und schießen jetzt auf. Auf. Oh. Ach, außer Reichweite. Ach, verdammt. Das wollte ich nicht. Dann machen wir es anders. Sprinten und schießen. Kann ich das noch? Geht das noch? Das geht nicht mehr. Hätte ich am Anfang machen müssen, ne? Okay, war jetzt blöd. War jetzt blöd, weil... Ha doch. Natürlich kann ich ihn treffen. Alles gut. Feuer. Und wir haben... Crit-Treffer. Wir haben ihn ausgeschaltet und ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, gerade durch diesen Crit-Treffer haben wir einen Aktionspunkt zurückbekommen. Das heißt, ich kann mich jetzt sogar noch in Deckung bewegen. Das ist extrem cool. Denn dann gehen wir dahin, haben eine volle Deckung und wenn er sich bewegt, kriegt er eh den Overwatch ab jetzt, oder? Jawohl. Erledigt. Und der andere kriegt auch einen. So, das war aber eine Doppelbewegung. Das hoffentlich auch. Und er läuft auch in den Overwatch und stirbt. Wenn wir getroffen hätten. Schade. Oh, der kommt noch zum Schlagen. Okay, pass auf. Ich will ihn töten. Feuer. Point for Diggs. Who's keeping score?
Kick some ass, Diggs. Okay, wir bleiben in der Deckung, wie wir sind. Wir töten ihn. Er kommt jetzt nochmal ran, haut ihm nochmal eine. Aber dann ist jetzt aber auch Feierabend, oder? Für ihn. Ja, okay. Jetzt stand er gerade neben mir, hat sich hier nach dem Kampf hingebeamt. Alles klar. Gespräch, alter Rusty. You saved my life. Hey, you're Bomani's boy, aren't you? Yeah, that's me. You better get back to sedentary. Like that safer? Your ma used to protect our town. You know that? Without her magic. Don't know how we're gonna keep this evil from killing us. As sure as night turns today, old man, we're gonna find her. Yeah? Then you're gonna need my backpack. I got a frag grenade and medipod inside. Guess you're saving our lives. Much obliged, old timer. Okay. Du hast jetzt Zugriff auf den Rucksack im Kampf. Der Rucksack enthält alle Verbrauchsgegenstände, die du gefunden hast. Sehr cool. Über, was ist das? 1. Kannst du außerhalb des Kampfes auch Gegenstände zum Heilen verwenden. Okay. So, gibt es hier noch mehr Gesprächsoptionen? Nein. Dann werfen wir da mal einen Blick drauf auf die Verbrauchsgegenstände. Wir haben jetzt 2 Medipacks. Ich würde fast sagen, wir setzen jetzt mal hier einen ein. Und heilen ihn wieder. Getting my breath back. Und dann können wir weiter marschieren. Wir suchen ja nach wie vor diesen Drehmoment Dingerich. Plastik. Nochmal Plastik. Ist das hier wieder gesperrt zum Weiterlaufen? Ne, hier hinten geht's weiter. Dann bleiben wir aber trotzdem erstmal noch hier, gucken hier erst weiter. Das ist wie so ein Dinosaurierpark hier, oder? Wenn ich das hier so richtig... Komm mal da durch. Oh, also, sowas ist natürlich ein bisschen nervig, ja? Wenn man sowas hier sieht und es ist ja eigentlich hier überhaupt kein Problem, hier durchzulaufen. Aber das Level-Design gibt es halt nicht her. Wir müssen jetzt hier irgendwie außen rum und auch durch die Fenster. Er kann hier nicht reinspringen. Ja... Sowas finde ich immer etwas grenzwertig. Jetzt müssen wir hier außen rum. Aber gut. Plastik. Eine weitere Splittergranate. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Die Originals fought these monsters in a great war. History repeats, I guess. Okay, die Origin, oder wie nennen sie es? Die Originalen oder die haben gegen Dinosaurier gekämpft? Hier geht's nirgends weiter. Hier oben leuchtet was. Mal gucken, wie wir da hochkommen. Gibt es irgendwo noch Treppen? Funktionierende oder eine Leiter? Archivierte Netzdaten. Was haben wir hier? Mark and Sandy Graham proudly stand in the mouth of their family business, Gator Zone. They took the once floundering local attraction and turned it into a booming business. The Grahams believe their good fortune is a direct result of the great stability that gives people more time to spend on the things they love. Local wildlife has also returned to the area. Look at those pelicans fly. We hope you make a return visit to this family favorite, Gator Zone. Okay, also es ist wie so Jurassic World mäßig der Park hier. Was haben wir hier? Achso, da kann der andere wieder durchbrechen. Was ist eigentlich mit ihm? Let's join back up. Okay. Ah, ich habe ihn stehen lassen, okay. Wo kommen wir hier? Die Leit in einen anderen Stock.
hier ist nichts. Irgendwas muss ich übersehen. Irgendwo muss es war. Ah, hier ist das hier zum Hochklettern. Diese Ranke. Neues Keypad, das lesen wir auch mal. The new keypad works perfectly. Thanks for getting it installed so fast. We really should get rid of, or at least disable, the old pad. It won't be long before a curious visitor works out the sequence. Sandy Graham. So, ich glaube, da kann man hochklettern, oder? Ja. Sehr gut. Dann haben wir hier oben weiteres Plastik. Okay, das war's aber schon. Nicht extrem ergiebig. Da hinten leuchtet noch was. Wir können auch nur an der Stelle wieder runter. So, ich hoffe, ich habe hier alles. Oh, wieder weitere Leichen. Oh, da, Keypad. Okay. Haben wir irgendwelche Informationen, die uns da helfen können? Was haben wir denn jetzt hier gefunden? Ah, schön, dann kriegen wir... Ah, da kriegen wir Informationen über die einzelnen Charaktere. Da er als Baby mit dem Miasma in Kontakt kam, verzögerte sich Earls geistige Entwicklung geringfügig. Ah ja, ich wollte noch irgendwie sagen in der letzten Folge. Hört sich leicht zurückgeblieben an, der Gute. Sie erforscht die Natur und untersucht, wie das Miasma die Tier- und Pflanzenwelt von New America verändert. Das ist Rusty, den haben wir gerade gerettet. Als selbsternannter Mann der Wildnis. Leider gibt es im Sumpf keine Seife und Rusty ist in zivilisierten Gebieten für seinen starken Körpergeruch verrufen. Okay. Und das ist das mysteriöse Mädchen. Ja, mit dem, da werden wir sicherlich noch mehr von hören. Bam, 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 bam. Ich wollte jetzt gucken. Ah, hier haben wir Schnapper und die riesige humanoide Amphibien, die für die Auslöschung der Vaterfamilie verantwortlich sind. Wahrscheinlich wurden sie durch das Miasma geschaffen. Diese übergroßen Bestien haben ein gewisses Verständnis für Organisation sowie Kampffähigkeiten. Und das ist die First Family. Die sehen ja auch nicht wirklich nett aus. Eine geheimnisvolle Gruppe, die als bevollmächtigte Arbeitgeber einen Großteil der Bevölkerung des Landes beschäftigen. Jede Siedlung hat eine zuvor vereinbarte Geschäftsbeziehung mit der Family, wodurch sie Rohstoffe im Austausch gegen Lebensmittel, Waren, Technologie und medizinische Erzeugnisse liefern. Die Mitglieder der Family werden seit Jahren nie persönlich gesehen. Stattdessen schicken sie mechanische Gesandte, die Sammler, um sicherzustellen, dass die Quoten und Vereinbarungen erfüllt werden. Naja, das hört sich eher wie so eine moderne Sklavengesellschaft an. Okay, aber was, ich wollte jetzt eigentlich hier gucken, wo sehe ich denn diese Gegenstände, die wir jetzt gefunden haben? Also diese ganzen Textsachen, Archiv, hier, okay. Kriegen wir da irgendwelche Informationen über das Keypad? Nee. Wir sollten das alte Keypad wirklich entsorgen oder zumindest deaktivieren. Es wird nicht lange dauern, bis ein kluger Besucher die Kombination herausfindet. Okay, da müssen wir uns mal hier ein bisschen umschauen. Vielleicht gibt es da irgendwelche Hinweise. Steht hier vielleicht irgendwo was? Sind irgendwo Zahlen oder so. Dreistellig war es, glaube ich, ne? Reptile World. Wir gehen mal hier nach hinten raus. God damn! There's no end to these bastards. We gotta take them down. Hold on now. I see a torque jammer. We can't fix your glove without it. Ah, time to shine, little brother. Okay, da hinten ist das Werkzeug, das wir brauchen. Wir gehen mal in Schleichmodus.
Lazy slugs. Where they run? Call them. Call them. Call them again. Okay, Gorg der Große. Wir gucken hier mal rein, was wir jetzt über ihn gerade. Mission. Kodex. Gegner. Schädelbrecher. Die kennen wir gerade im Nahkampf schon. Das sind die Speer. Junge Schnapperkrieger brauchen Zeit. Welche Gedanken sind zu ihrem Pech? Können die erste Lektion noch? Die letzte, das ist Gorg der Große. Nachdem er bei Dragul in Ungnade gefallen ist, wurde dem selbsternannten Gorg der Große die niedere Aufgabe übertragen, an diesem relativ sicheren Ort Kaulquappen zu trainieren. Eine Aufgabe, die er zutiefst verabscheut. Er betet insgeheim, dass sie den Alligatoren zum Opfer fallen, damit er gehen kann. Schnapper beschwören. Lässt zusätzliche Stammesmitglieder erscheinen, die den Kampf ziehen. Mhm. Ah, da kommt ein Speer. Ja, bei Mutant Year Zero hatte man dann auch Waffen, die laut, mit denen man lautlos töten konnte. Ich glaube, es war eine Armbrust oder sowas. Und das war natürlich bei sowas dann besonders cool. Da konnte man dann einen irgendwie. Hold on, I'm going in. Halt. Scheiße, weg, weg, weg. Ah, okay. Jetzt habe ich natürlich den Kampf ausgelöst. Das war absolut unklug. Dann eröffnen wir mal. Ja, das macht natürlich keinen Sinn hier. So, jetzt ist natürlich der ganze Rest hier aktiviert. Aber wir gehen in die Deckung und töten jetzt erstmal den einen, der schon angeschossen ist. Er wird jetzt neue rufen. Na, da hinten kommen noch mehr. Der Schädelbrecher. War der. Der hat ja, glaube ich, nur 50 HP, der Schädelbrecher. Also der ist kein Problem. Das ist ein One-Shot. Und er ruft Verstärkung. Die kommen aus dem Boden. Eklig. Wow. If those frogs bunch up, pop them with a grenade. Dig into that old-timer's backpack. Okay. Gegenstände aus dem Rucksack sind für alle Helden verfügbar. Okay, wir greifen also auf ein gemeinsames Inventar zu. Wenn du einen Gegenstand aus dem Rucksack verwendest, kostet es einen Aktionspunkt. Alles klar. Okay. Jetzt könnte man hier auf die Fässer schießen. Ja, wir machen. Er wird uns jetzt gleich flankieren. Also er schießt jetzt. Er wird uns jetzt definitiv gleich Schaden zufügen. Aber wir schießen jetzt. Wir schießen jetzt auf die Fässer. Hey! You dead? Go, Elvis! Okay, dann können wir mit ihm hier auch noch einen Schritt zurück. Und den hier töten. Die anderen sind noch zu weit weg. Okay, er kommt jetzt zum Schaden machen. Das ist klar. Oh, die sind doch recht schnell, die Burschen. Oh, wieso hat er nicht geschossen? Okay. Ja, dann würde ich sagen, Moment. Dann machen wir hier diesen Sprint. Sprinten und schießen. Dann gehen wir hier hin. Haben ihn flankiert.
Brother, you got this. Wow, okay. Das war jetzt, glaube ich, der erste dieser hohen Prozentwerte, der verfehlt hat. Klar, passiert auch. Das heißt, wir gehen jetzt mit ihm hier hinten rein. Dann haben wir eine volle Deckung gegen den Boss. Und nutzen jetzt dann wirklich die erste Granate. Also 4, Rucksack öffnen. Und nehmen, halt, das ist eine Heil. Das ist eine Splittergranate. Watch this. Gut. Elvis ist wütend. Okay, was bedeutet das jetzt? Oh, er trifft. In die halbe Deckung. Elvis ist wütend. Jetzt kriegen wir das erklärt. Wenn deine Helden im Kampf Gegner töten, erzeugen sie Wut. Wenn die Wutanzeige voll ist, erhält der nächste Schuss des Helden eines Bonus von 100% auf seine Crit-Chance. Ah, cool, okay. Ein kritische Trefferrate über 100% wird in zusätzlichen Bonusschaden umgewandelt. Hui, okay. Spannend. Das heißt, ich habe ihn hier flankiert. Ah ja, wir haben eine 115% Crit-Chance. What you gonna do, coward? Das heißt, diese 15% oben drüber, die werden in zusätzlichen Schaden umgewandelt. 85, okay. So, und hier. Ja. Einmal hier rum und ebenfalls feuern. So, er ruft wahrscheinlich jetzt wieder neue. Ja, das habe ich befürchtet. Aber sehr, sehr weit weg. Und damit ist er jetzt erledigt. Ja? Halt! Reload. Zum ersten Mal sind wir leer geschossen. Na gut, muss ich jetzt machen. Jetzt sind natürlich die... Ah doch, 98%. Later, Gator. Tiger tough, brother. Gut, dann kommt jetzt was aus dieser Richtung. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal hier hin. Und... Ah, ich habe nur noch einen... Ah, shit, ich habe nur noch einen Schuss drin. Dann machen wir es nicht. Ich wollte jetzt Overwatch machen. Wir ziehen uns weiter zurück. Wir lassen die kommen. Ah, jawohl. Die stehen komplett blank. Das heißt, wir können jetzt... Probieren wir hier mal einen 80% Schuss. Ja, gut, dann kann ich mir den Overwatch jetzt eigentlich auch sparen. Dann können wir ihn jetzt auch, ja, 100% Schuss, dann können wir ihn jetzt rausnehmen und nach dem Kampf nachladen. You all right? Yeah, barely. You? Shit, I can do this all week. How about we grab this thing and go home, okay? Hui. Also, der hat eine Waffe hier gedroppt. Upgrade für Magazin. Nee, kritische. Erhöht den kritischen Waffenschaden um 20. Im Upgrade-Bildschirm können Waffenmods für alle Waffen ausgestattet werden. Eine Modifikation von der umstrittenen Wall-E-Waffentechn-Stiftung für sozial Privilegierte. Laut Etikett fügt sie gehärtete Wolframkugeln hinzu, die einen Elefantenbullen mit einem Schuss töten können. Was zum Teufel ist ein Elefant? Okay, die Welt hat sich weitergedreht scheinbar. Waffenmods. Du hast einen Waffenmod erhalten. Du kannst Waffenmods im Bildschirm C der Gruppe anlegen, indem du die Waffe und dann anpasst. Okay, das werden wir doch mal machen. C. Waffenmodifikationen. Nö. Ach so. Ah, vielleicht.
vielleicht passt diese Modifikation nicht für ein Sturmgewehr. Wahrscheinlich, oder? Ja klar, das sieht mir hier eher für eine Pistole oder sowas aus. Du kannst Waffen im Gruppenbildschirm ausrüsten. Ja, also dann funktioniert das, aber dann funktioniert das hier nicht, ne? Da mache ich irgendwas falsch. Ich komme hier nicht rein. Also die passen, die passt wohl nicht. Suchen wir mal noch weiter. Da vorne liegt auf jeden Fall das Missionsziel. Genau. Der Drehmomentklemmer. Und hier gibt's aber scheinbar noch mehr einzusammeln. Was ist das hier? You must be this tall to ride. Looks like you're sitting this one out, Elvis. Ah, okay. Schnellreise gibt's also. Okay. Drücke M, um schnell zum nächsten Missionsziel zu reisen. Nein, möchte ich mal noch nicht. Ich möchte hier schon noch ein bisschen absuchen. Kann man hier hochlaufen, die Achterbahn? Nee. Someone locked the gate to Old Town Road, and probably for the best. Ach so, kann er hier durchbrechen? Someone locked the gate to Old Town Road, and probably for the best. Da liegt noch was. Oh, da Alligatoren. Der Park hat seinen Namen nicht zu Unrecht. Okay. Finden wir hier noch irgendwo etwas? Da drin, da lag noch was, ne? Oder? Hat da eben nicht irgendwo was geleuchtet? Scheinbar nicht, aber klettern kann man hier. Aber auch da ist nichts oben. Okay, ja. Ah doch, guck mal, er springt sogar hier runter. Nun denn. Dann verlassen wir diesen Ort. Eine Sache gibt es jetzt hier aber eigentlich schon noch zu klären, und zwar die Sache mit dem Keypad. Also die Zahlenkombination, die hier einzugeben ist. Leider habe ich nirgends irgendwelche Hinweise gefunden oder gesehen, mit denen ich was anfangen kann. Na gut, wäre vielleicht auch ein bisschen zu einfach. Können wir hier irgendwie sehen, wir hier was abgenutzt ist oder so? Nee, vermutlich, also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass man vielleicht irgendwo Hinweise dazu finden kann. Aber wir haben bisher nichts. Alles klar, dann würde ich allerdings sagen, beenden wir an dieser Stelle die heutige Folge. Ich gehe mal kurz auf M. Das heißt, dass wir sollten jetzt wieder zurück und unseren Energiekern holen, damit wir den Handschuh reparieren können. Aber das machen wir dann gemeinsam in der nächsten Folge. Wir sehen uns übermorgen wieder, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, Leute, haut da rein. Tschö, tschö.